Ich sitze jetzt hier mit Markus Kafka. In Vorbereitung auf den Welttag der Suizidprävention unterstützt er die Arbeit von Freunde fürs Leben. Und du machst es schon eine Weile, was länger. Warum liegt dir das Thema denn so überhaupt am Herzen? Aus privaten, persönlichen Gründen. Also in meinem Umfeld haben sich zwei Menschen das Leben genommen. Und als das damals passiert ist, habe ich mich sehr, sehr hilflos gefühlt. Also man merkt es ja irgendwie und man versucht dann da entgegenzuwirken. Aber ich wusste überhaupt nicht wie und ich wusste noch nicht mal, was ich ihnen für einen Rat geben kann, zu wem sie gehen sollten, wo man sich überhaupt informieren kann. Und als dann dieser Verein gegründet wurde, habe ich sofort gesagt, ich muss da irgendwie mitmachen, weil ich auch dringend möchte, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit und mehr Öffentlichkeit bekommt. Und ich nehme das sehr erfreut zur Kenntnis, wie sich alle Leute hier engagieren und was sich seitdem getan hat. Und hätte es diesen Verein damals schon gegeben, dann hätte es vieles, also zumindest wenn es um Hilfe geht, für mich besser gemacht. Zum diesjährigen Welttag der Suizidprävention fordern wir konkret eine nationale Aufklärungskampagne zu den Themen Depression und Suizid. Markus, warum ist das so wichtig, dass wir das tun? Das sind ja immer noch so die ganz großen Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Ne? Also man möchte ja fast glauben, dass diese Probleme gar nicht existieren. Aber wenn man so eine Kampagne jetzt vollkommen zu Recht mal einfordert, dann könnte sich das vielleicht ändern. Ich habe es ja vorher schon angedeutet, so die mediale Aufmerksamkeit, was das Thema betrifft, die ist ein bisschen besser geworden. Aber es ist halt echt Wahnsinn, wie lange man bei den Medien baggern muss, damit die überhaupt mal darüber berichten. Und wenn man jetzt aber auf die Art und Weise auch darauf aufmerksam macht, dann glaube ich, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest es mal so auf dem Wahrnehmungsradar ist. Und damit ist schon viel erreicht. Warum sollten deiner Meinung nach am 10. September möglichst viele junge Leute zum Brandenburger Tor kommen, um die Aktion 600 Leben zu unterstützen? Weil dieses Thema Öffentlichkeit braucht und Leute, die sich auch dafür engagieren. Und dann ist es ja in Zeiten von Social Media auch so, dass man gute Bilder braucht. Und wenn 600 Leute vor dem Brandenburger Tor, dürfen auch gerne mehr als 600 Leute sein, ne? Auf so ein Thema aufmerksam machen, dann verbreitet sich das ja auch irgendwie. Und darum geht es ja auch, dass zum einen Leute, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, aufmerksam darauf werden und auch, um den Verein noch ein bisschen präsenter zu machen und auch, um bei den Medien dadurch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ich will jeden noch mal ermutigen, dass er so am besten mit einem ganzen Bus voller Freunde da einreitet und dass dann der Aufschlag ein ganz gewaltiger sein wird. Und mit jedem Mal, dass wir das machen, die Aktion, erreichen wir wieder ein bisschen mehr. Also Herrschaften, kommt am 10. September um 13 Uhr zum Brandenburger Tor und unterstützt die Aktion 600 Leben. Anmelden könnt ihr euch unter www.600leben.de. Wir sehen uns da.